Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Commentary mit eurem Fungi. Ja, Black Ops 2 natürlich wieder am Start und auf der wundervollen Map Raid. Nein, ganz ehrlich, ich finde die Map wirklich ziemlich geil und die geht ordentlich ab, da kann man ordentlich was machen auf der Map. Und heute habe ich ein Gameplay für euch vorbereitet, da sind wieder Krux und ich, wir beide vertreten. Aber ihr seht das aus meiner Perspektive und wir hatten beide ziemlich nice Scores, also für manche vielleicht nicht, aber für uns ist das auf jeden Fall ziemlich nice. 46-3 hatte Krux und ich hatte 42-2. Ich habe mit dem Orbitalsatelliten gespielt, dann noch mit der Lodestar und der VTOL-Einheit. Und ja, ich habe die Hunde zum Beispiel einmal benutzt, aber die haben da 4 Kills gemacht. Ich weiß nicht, ob das extrem wenig ist oder ob das normal ist seit neuestem bei den Hunden. Also ich finde es irgendwie ziemlich scheiße, da macht die Lodestar wesentlich mehr Kills. Und, naja, natürlich, ihr wisst bestimmt, welches Thema ich heute mit euch bereden wollte, und zwar natürlich Nuketown 2025, ja, Triarch, wieso nehmt ihr uns unsere Map weg? Die haben wir uns erkauft, die mussten wir auch noch mit dem DLC, also... Ohne Scheiß, das könnt ihr nicht machen. Und dann ohne Erklärung. Also vielleicht gibt es eine Erklärung, aber ich habe keine Erklärung, warum die Maps auf einmal nicht mehr gibt. Warum? Also, ich würde das gerne wissen. Vielleicht ist es jetzt auch seit neuestem. Ich weiß natürlich auch nicht, wann ich dieses Video hier rausbringen werde. Und ich finde das ziemlich dreist. Ich finde das echt kackendreist. Aber, keine Ahnung. Ich würde gerne wissen, warum einfach. Wenn es nämlich eine normale Erklärung dafür gibt, dann beschwere ich mich hier auch gar nicht, wenn da zum Beispiel irgendwelche Fehler auf der Map waren. Und ja, naja. So will ich da eigentlich gar nicht mehr länger aufs Thema drauf eingehen. Nicht so wie manche YouTuber, die dann irgendwie 15-Minuten-Video dazu machen und sich die ganze Zeit darüber ein abheulen. Ich meine, das ist sowieso nicht mein Lieblingsmap. Und ja, was soll man machen, ne? Auf jeden Fall habe ich auch noch andere Themen für euch vorbereitet. Und zwar meine Hassmaps, die Maps an sich. Und naja, wie manche vielleicht auch bemerkt haben, sind die Maps hier bei Black Ops 2 auf jeden Fall ziemlich auf Headglitchen und auf, bei manchen auch auf Campen aufgebaut. Das finde ich nicht so gut. Aber besonders, weil ich eigentlich lieber das Rushen bevorzuge, aber manchmal muss man eben auch vielleicht ein bisschen Headglitchen, um seine Scores zu kriegen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich in diesem Spiel gespielt habe. Ich hoffe, einigermaßen akzeptabel, sonst werde ich hier noch in den... Naja, egal. Auf jeden Fall sind meine Hassmaps auf jeden Fall... sage ich jetzt nur schon mal im Voraus, das ist wieder nur meine Meinung. Und ich versuche das auch zu begründen und das muss nicht jeder genauso akzeptieren. Das ist einfach nur meine Meinung, wie ich das sehe, und das kann jeder sehen, wie er will. Und ich wünsche mir nur, dass ihr das akzeptiert so, weil jeder hat einen anderen Geschmack. Naja, meine Hassmaps sind auf jeden Fall Cargo. Die spiele ich überhaupt nicht gerne. Ganz und gar nicht. Begründung. Da sind mir ein bisschen zu viele Camper auf der Map und diese Container machen einem so Schwierigkeiten, irgendwie die Übersicht zu behalten. Das ist echt verdammt schwer, da irgend noch wen zu sehen. Und ja, Headglitch Map natürlich auch wieder for the win. Auf jeden Fall. Naja, spiele ich auf jeden Fall überhaupt nicht gerne. Und zweite Hassmap wäre dann... Eieiei, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ja, natürlich... Drone? Wie soll ich das erklären? Ja, gleiche Punkte. Campen, Headglitchen, Bushmap. Scheiße einfach. Aber von der Optik her sind die Maps natürlich alle sehr, sehr schön gemacht. Also ist auch sehr, sehr schön überlegt von der Optik. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlecht. Nur eben zum Spielerischen finde ich sie nicht gut. Wenn ihr das versteht, ne? Bestimmt versteht ihr ja. Habt ihr bestimmt manche selber das oder das Gefühl. Und noch eine, also keine Hassmap, aber die spiele ich auch nicht so gerne, ist Meltdown. Und was ich auch noch nicht so gerne spiele, wäre dann... lass mich kurz mal überlegen. Ja, Turbine, genau, Turbine.
verbündete Drohne nähert. Auch nicht so mein Ding. Verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Aber genau. Dann habe ich hier natürlich noch, achso, hier ja im Hintergrund richtig schön mit dem Satelliten gefailt, eingesetzt und nicht gesehen, dass das Spiel bald vorbei ist. Und den Typen hätte ich locker noch weggerotzt, aber zum Glück ist das am Ende ja gut gegangen. Aber wie gesagt, die Maps an sich sind eigentlich sehr, sehr schön aufgebaut und ich finde auch ziemlich viele ganz geil. So wie Raid. Raid finde ich auch sehr, sehr geil. Habe ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt, aber egal. Kannst ja zweimal sagen. Was ich auch noch geil finde, ist, ich hab's vergessen. Wie heißt sie? Oh, Scheiße. Wie heißt sie denn? Na, egal. Fällt mir bestimmt noch ein. Auf jeden Fall die Übersicht an sich von Black Ops 2. Ich weiß, das Thema kommt vielleicht ein bisschen spät. Aber, ich bin der Meinung, es ist sehr, sehr unübersichtlich am Anfang gewesen, wenn man neu ist. Und ich musste mich da selber erstmal 15 Minuten oder eine halbe Stunde hinsetzen und erstmal kapieren, wie das alles funktioniert da. Alles erstmal rausfinden, wo man was sieht, zum Beispiel die Statistik oder was weiß ich, die Headshots mit der Waffe und die Mission und so weiter und so fort, ne? Ja, das war's mit der Übersicht. Also ich find's ein bisschen unübersichtlich am Anfang, aber wenn man sich einmal reingefunden hat, dann geht es eigentlich voll in Ordnung. So, und mit den Videos auf YouTube jetzt. Also, ich krieg jetzt bald vielleicht eine 50.000er Leitung. Wir haben jetzt ja gerade 16.000, aber da empfangen wir natürlich auch nicht alles. Und 50.000er Leitung, da kriege ich dann schon ordentlich ein paar Videos zusammen am Tag. Und da werde ich dann natürlich auch, wenn ich denn welche habe, mal ein paar mehr uploaden, auf jeden Fall. Und da habe ich auch richtig Lust zu. Und ich hoffe, das klappt auch alles so, wie man das will. Und ja. Hoffe, das kommt. Und natürlich habe ich jetzt meine anderen Serien, so wie Pokémon, Titan Quest und natürlich Road to Commander, COD4, habe ich alles ein wenig vernachlässigt, das gebe ich zu. Aber komm, wer kann es mir verübeln, wenn ein neues Spiel draußen ist, Black Ops 2. Und man muss das einfach erstmal zocken. Obwohl ich heute natürlich auch mal so einen Tag hatte, wo ich gedacht habe, ah, Alter, heute geht gar nicht, Alter, heute geht überhaupt nicht. Kannst du knicken heute das Spiel. Hab dann aber trotzdem noch weitergespielt und dann dieses schöne Gameplay erspielt und ja. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Geil ich mir einen drauf, abkeul ich mir einen drauf. Und da hat auch einigermaßen, weil der gute Krux, der spielt hier mit Guardian, Geschütz und. Ah, dritten habe ich jetzt gerade vergessen. Und Guardians und Geschütze sind ziemlich geil. Die gehen zwar schnell, Geschütze gehen ziemlich schnell mit Granaten und mit. C4 kaputt, das mag ja sein, aber wenn man sie gut platziert, dann bringt einem das C4 und die Granaten bringen einem da auch nichts. Weil wenn du nicht an die rankommst richtig, dann bringen die dich immer um. Ich hatte das einmal, das war irgendwie einer meiner ersten Spiele, da war ich so stolz, zu stolz, um einfach wegzugehen und von diesem Kackgeschütz wegzubleiben, hat mich das Geschütz erstmal eiskalt ein paar hundertmal umgebracht, Alter. Gefühlte. Und ja, ich habe das einfach nicht eingesehen, dass ich das nicht umbringen konnte. Und was ich jetzt noch zu den Killstreaks sagen wollte eigentlich, fällt es mir wieder ein. Wenn du einmal, also das Schwierigste an meiner Killstreak gerade, ist diesen Orbitalsatelliten zu kriegen. Wenn du den einmal hast, dann ist dir der Loadstar eigentlich fast sicher. Weil für den brauchst du jetzt irgendwie nur noch 2 Kills, 3 Kills und durch den Orbital machst du auch noch Orbitalsatelliten-Assists. Und die bringen natürlich auch noch Punkte. Aber du bräuchtest eigentlich nur noch so 2 Kills für einen Loadstar. Und dann nochmal 2 Kills oder, ja, 3 Kills mit dem Loadstar für die VTOL. Und wenn du die VTOL und den Loadstar hast, dann kannst du mit der Loadstar, wenn du viele Kills schon machst, schon wieder Punkte für den Orbitalsatelliten kriegen. Und wenn du, dann hast du vielleicht, wenn du richtig viele Kills gemacht hast, schon wieder die Hälfte voll vom Orbitalsatelliten. Und dann, wenn du die wenn du die VTOL-Einheit noch einsetzt, dann hast du vielleicht noch wieder sofort einen Orbitalsatelliten. So wie ich jetzt. Ich habe jetzt einen Loadstar und einen VTOL. Ich konnte leider nicht mehr beide einsetzen, sonst hätte ich hundertprozentig noch einen Orbitalsatelliten gekriegt und das Game wäre ordentlich geil gewesen. Aber so war es zwar auch ziemlich geil, aber naja, nicht so geil wie erwartet. Hätte besser sein können.
Wäre es ein bisschen länger gewesen, hätte ich vielleicht sogar noch ein 60 plus gemacht. Aber, egal. So, das Spiel ist hier vorbei. Ich zeig mal kurz meine KD. Da ist der gute Krux mit einem Score von 46 zu 3. Aber auch einen sehr, sehr starken Verbündeten gehabt. Deep Dish. Deep Dish. Auch ein geiler Name. 48-14 und ich habe einen Score von 42-2. Und hiermit verabschiede ich mich mit einem Gutsport. Euer Fungi. Haut da rein, Leute. Peace out.